Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Weise, weiße Männer. Der Martin hat schon darauf hingewiesen, so mit so einem kleinen Schild hier bei Herz, Seele, Ball, dass es das demnächst geben wird. Und der eine weiße Mann bin ich und der andere ist dieser Mann hier. Der heißt Jürgen B. Hausmann, hat viele Bücher geschrieben und ist ein Kabarettist hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Sehr berühmt, sehr beliebt. Da kommen 600.000, 800.000 Leute zu seinen Live-Vorstellungen. Und wir werden dann in dieser kleinen Sendung über Gott und die Welt sprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist Alemannia Aachen-Fan, ich bin Schalke-Fan. Fußball wird auch eine Rolle spielen, aber nicht nur. Und dann werden wir gelegentlich in diesem wirklich sehr warmen Studio Gäste begrüßen. Also beispielsweise wird hier Olaf Thon mal auftauchen, um mal in der Fußballschiene zu bleiben. Aber es kann auch mal ein Geistlicher kommen oder ein anderer Autor oder ein anderer Kabarettist oder ein Politiker wie Wolfgang Bosbach. Also wir haben einiges vor hier bei dieser kleinen Sendung oder Podcast oder wie man das auch immer nennen will. Weise, weiße Männer. Und wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue, hier in diesem Studio arbeiten zu dürfen? Das hat der Martin so schön gemacht, so warm gemacht. Wir haben so ein kleines Schild, wo der Titel draufsteht. Er hat eine Tapete geklebt hier. Wir haben Holz im Studio. Also das wird, glaube ich, was ganz Schönes. Ab November jeden Monat einmal und dann läuft es natürlich bei YouTube den ganzen Monat durch und wann immer ihr wollt, auch bei Spotify und so weiter. Weise, weiße Männer. Also wir freuen uns auf euch und wir halten euch auf dem Laufenden über das Entstehen der Sendung hier auch in den nächsten Ausgaben von Herz, Seele, Ball. Ich schließe aber heute Abend dann noch ein bisschen was an von Herz, Seele, Ball. Mal gucken, was so los ist in der Welt des Fußballs. Es ist ja immer was los, das ist das Schöne. Die Bayern diskutieren gerade. Ich halte das vielleicht wahnsinnig, aber gut, Fußball ist das sowieso. Also, wir laden euch ein, demnächst. Weise, weiße Männer. Meanwhile. Das war also gerade alles noch bei Martin in unserem neuen Studio. Auch wenn ihr euch vielleicht fragt, was wird das werden und ihr kennt Jürgen B. Hausmann nicht, schaltet irgendwann mal ein. Das wird ja dann permanent online sein. Das kann man sich auch noch 18, 12 Tage später anschauen. Aber ab 1. November sind wir online mit weiße Männer. Alt nicht, obwohl wir alt sind. So. Das war also heute Nachmittag im Studio, wo ich Aufnahmen gemacht habe für Radio Wellenrausch. Und dann gucke ich immer so, was ist im Laufe des Tages passiert im Fußball. Und dann gibt's die üblichen Diskussionen, ob die Bayern denn reif sind wieder für die Meisterschaft. Und Lothar Matthäus sagt was und Ballack sagt was. Aber was mich dann erschüttert hat, Johann Neeskens, 73 Jahre alt ist er geworden, ist überraschend gestorben. Ein niederländischer Nationalspieler, ich weiß, viele werden jetzt so mit den Schultern zucken, weil sie auch aus dem Alter, weil sie noch nicht in dem Alter sind, wo man ihn unbedingt kennen muss. Aber ich kenne ihn natürlich, bin fast genauso alt wie er. Und er war ein grandioser Nationalspieler, hat 49 Mal für die Niederlande gespielt und war so ein Widersacher von Beckenbauer und Co. und von Sepp Maier, großartiger Fußballer. In einem Atemzug fast zu nennen mit Johannes Cruyff, mit Johann Cruyff und mit Franz Beckenbauer. Ja, er ist ausgerechnet in dieser Woche gestorben und das ausgerechnet bezieht sich darauf, weil Deutschland ja gegen die Niederlande spielt in der Euroleague und wir spielen gegen Bosnien-Herzegowina. Das wird ein Spiel, sage ich euch, weil ich bin von Ex-Jugos umzingelt, aber ich will da jetzt nicht mehr drüber erzählen. Wir sehen uns morgen wieder, dann hoffentlich mit besseren Nachrichten und ich wünsche euch einen schönen, was haben wir denn heute gehabt? Montag, also wird es ein Dienstag sein. Bis dahin, tschüss. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball, täglich neu.